Was geht ab, meine lieben Freunde? Der gute Bladus ist mal wieder am Start mit einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Red Chapter. Wir machen hier gleich mal weiter, wo wir im letzten Part stehen geblieben sind. Wir hatten den Major Bob besiegt und wir haben jetzt den Schlüssel erhalten, um die gefangenen Pokémon wieder zu befreien. Und das werden wir jetzt gleich mal tun. Aber zuerst würde ich gerne meine Pokémon aufwählen, wenn das möglich wäre. Wo kann man das? Ach, egal. Ich glaube, das kann man auch später tun. Ist jetzt nicht wirklich wichtig, oder? So. The door is locked. Was zum... You're not getting past, kid. I can't fight them all by myself. I need help. I need help from authority. Verdammte Kacke. Was ist das jetzt wieder? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Kann ich irgendwo meine Pokémon aufhalten? Das wäre schon gar nicht mal so schlecht. Kann ich hier schlafen? Nein, blöd. Uncool. Kann ich hier rausgehen? Ja, kann ich sogar. Okay. Skurril. How did you sneak past us? Whatever, you're out of here. Danke sehr. Ich wollte noch mit diesen Menschen hier labern. My Pikachu never got stolen at all. I feel like the luckiest person ever. Das kann man ändern. Das war ja nicht gerade so. Naja, egal. So, was muss ich denn jetzt eigentlich tun? Da stand vorhin irgendwas mit Authority. Aber wo bekomme ich die denn? Was ist damit gemeint? Vielleicht muss ich ja den Arenaleiter besiegen. Vielleicht geht es ja darum. Mal gucken. You have stepped into the abandoned gym. No one have visited this place for 10 years. Okay, wer hat das denn gesagt? The previous gym leader used to have a pet. A pet that he loves. However, like most pet, it eventually dies. He quitted the Pokemon fan club. He threw away his life. He necklaced his responsibility as gym leader. Neglected, okay, komisches Wort. But I was always watching in pain. Eventually he changed. He left, leaving me to haunt this place. He was depressed, hurt. But I was always there, watching in pain. Don't be startled, I'm not a harmful ghost. I've been waiting and waiting for a long time. Please, place my remains in Lavender Town Tower so I can finally rest in peace. Ash Jar. Zum Fick? Okay. Wessen Pikachu ist das denn jetzt? Ich dachte eine Sekunde lang, es wäre das Pikachu von Ash. Aber es hat gar nichts. Also, da steht zwar Ash Jar, aber damit ist eben Asche gemeint. Also Ash. Das ist mir aber jetzt im Nachhinein erst aufgefallen. Boah, ist ja richtig krass. Das ist ja richtig krass, ey. Ja, ich glaube, wir werden noch herausfinden, wessen Pikachu es ist. Es könnte durchaus das Pikachu von diesem Lieutenant Dingens gewesen sein, aber so sicher kann man sich da gar nicht sein. Warte, ich will zuerst nochmal zu dem Fanclub zurück, weil vielleicht bekommen wir da mehr Hinweise. I wonder where's my Pokémon. I really feel bad for the Fanclub president. He really loved his Abra. No matter what other people say, you're a bad owner. You force your Pokémon to fight. You let your Pokémon get stolen. Look who's talking. Ja, der war nice. What? There's a love letter for me? Can I see it? I found it in the SSN, room 6 of the first floor. That's Sailor Ted's room. I heard he had a roommate around my age before. Please help me find Sailor Ted in Lavender Town and ask him where I can find the writer of this letter. I really miss my Abra.
Okay, auf jeden Fall haben wir den Besitzer mit dem Liebesbrief gefunden. Und jetzt müssen wir uns irgendwie nach Lavandia begeben. Aber ich will zuerst noch das mit dem Dingens hier fertig machen. Wenn das überhaupt geht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt überhaupt fertig machen muss. Ich will es aber irgendwie fertig machen. Diese Pokémon müssen auch irgendwie gerettet werden. Ich kann die jetzt nicht einfach so hier alleine lassen, oder? Das wäre doch richtig herzlos von mir, meine lieben Freunde. Hier scheint weiterhin niemand zu sein. Also gibt es hier wohl nichts. Aber was muss ich denn tun? Was wird denn von mir verlangt? Hier gibt es immer noch nichts. Ich rede jedes Mal mit diesem Ding, in der Hoffnung, dass es da irgendwie was ist. Ich hab doch. SS-Key. Ich hab doch den Schlüssel. Hallo. Hallo. Warum kann ich hier nicht durch? Ey, Leute, werde ich hier reingelegt? Warum kann ich hier nicht durch? Ich hab doch den Schlüssel. Hallo. Hallo. Ey, bin ich gerade richtig blöd oder was geht ab mit mir? Ich weiß es absolut beim besten Willen nicht, meine lieben Freunde. Kannst du mir helfen, alte Lady? Ich glaube nicht. Ist ja blöd. Ist ja blöd von dir. Ach so. Oh, Alter. Ach so. Authority. What? The SSN is holding all those missing Pokémon in captivity? Okay, I'll be there in a second. Wie soll man das denn rausfinden? Ohne Spaß, Alter. Ich habe das jetzt wirklich mehr als random rausgefunden. Aber ja, trotzdem. War jetzt nicht gerade cool. Hätte man ein bisschen mehr. Ja, das hätte man ein bisschen besser ausarbeiten können. Weil ich wäre jetzt nicht sofort drauf gekommen, ehrlich gesagt. So, nochmal zurück zu den Leuten. Du. You men are under arrest. We're done for. Thank you, Bloody. I'll take these guys to the police station now. Oh, there we go. Danke sehr. Komm ich jetzt? Immer noch nicht. Verdammte Kacke. You guys are free now. Okay, I have round up those evil doors. Other Pokémon? Thank you, Bloody. Who would have thought the SSN was the holding place of all the stolen Pokémon? I'll present you with this XP share for helping me solve this case. Well, thank you. Once again, thank you, Bloody. Okay, Pokémons, I'll take you back to your owners. Hey, where's the president's Abra? Alakazam? Oh no. Okay, es hat sich entwickelt. Es hat sich entwickelt. Das wird ihm nicht gefallen. Wie ist es überhaupt möglich? Wie kann sich sein Abra entwickelt haben? Überhaupt, also ich meine jetzt sein Kadabra. Es muss ja rübergetauscht werden. Wie funktioniert denn das, meine lieben Freunde? Ach, keine Ahnung. Es macht irgendwie alles keinen Sinn. Thanks to you, everyone was able to reunite with their Pokémon. I have caught all those bad sailors. Vermilion City can finally return back to a peaceful city it once was. What about Lieutenant Search? Who? Never mind. So he got away. Let's cheer for Bloody. Where's my little Abra? I've got to tell me. You've got to tell me. Where? 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 Your little Abra evolved into a great big Alakazam. Oh, well, thanks anyway. Now, what can I do? I know, why don't you join into a bike race that is held in Route 11? Here, I'll lend you my bike. Ja, genau. Thanks. Ich glaube, der ist richtig unzufrieden mit seinem Kadabra. Mit seinem Simsala. Ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall erschien es mir so, meine lieben Freunde. Boah, ich bin gerade etwas müde, falls euch das gerade auffällt. Weil, ich weiß nicht, ob euch das überhaupt auffällt, aber ich sage es euch am besten an dieser Stelle, weil ich einige Stellen dann nicht wirklich mit Leidenschaft vorlesen kann oder so. Deshalb, ja. Ich wollte aber gerne noch was aufnehmen und ich wollte auch gucken, wie es weitergeht, weshalb ich dann doch diesen Part irgendwie aufnehmen wollte.
Now that the Batman are gone, I can't stop playing here again. Achso, cool. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Kann ich mich jetzt... Ich glaube, jetzt kann ich mich... Warte. Achso, okay, ich kann jetzt hier mitmachen, das ist cool. Kann ich noch... ich glaube, in der Arena gibt es wirklich gar nichts mehr. Nee, alles sehr ruhig hier. Ja, machen wir mal hier mit. Let's go, great. Attention all Pokémon trainers, take your position. Our thanks to Miracle Cycle for sponsoring this race and to all of you for taking part. A mere 10 kilometers well-marked roads, nothing to it, an easy race course. Of course, on the way near... Haha, I shouldn't give it away, okay? The rules are simple, race from the start to finish. The fastest will win. Biker 1, ha, I'm gonna win. I'll rush through this. Zum Fick. Wie soll ich das denn schaffen, Alter? Oh, fuck. Ich glaube, das hat absolut keinen Sinn, weil die sind sowieso schneller als ich. Ich werde alle Items hier einsacken. Weil das ist, glaube ich, das Wichtigere. Ne, ich finde es aber auf jeden Fall ganz cool. Die Idee ist eigentlich ganz nice. Mit diesem Wettrennen. Oh, ich weiß aber nicht, ob es das im Anime, also im Manga auch gab. Also diese Sequenz, die wir gerade erleben. Aber ich könnte es mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Jetzt gibt's... Was zum... ich werde es töten. Es gibt gute Erfahrungspunkte. Danke sehr. Das ist sehr, sehr nett. Durchaus. Okay. How would a boulder get out of here? That's weird. What's going on? Snor? What? It's a Snorlax. These things can sleep forever. What can I do? I guess I'll just have to attack it. It's angry. Ja, von wegen Pokeflöte. Braucht man nicht. Einfach was zum Aroma Rain? War das denn fucking ernst gerade? Was ist das für eine Attacke? Aroma Rain? Hat sogar Damage gemacht. Danke sehr. Jetzt ist es weg und ich fühle mich geil. Was zum Fick? The winner is Kentucky Yaki. At least it was fun. Warum ist dieses Relaxo hier so dünn? Das andere war voll dick. Kann ich bei diesem Rennen nochmal mitmachen? Das wäre richtig cool. Was zum... Die wollen auch mit mir kämpfen? Ja, klar, Leute, klar. Ja, Blumen lutschen an mir, Mann. Boah, ich glaube, wir werden das irgendwo hier beenden, Alter, weil, ich bin mir gerade... Warte mal. Sag mir nicht, ihr sind jetzt überall Trainer aufgetaucht. Warte. Ich muss das Fahrrad auf Select machen, weil dann kann ich das sofort benutzen, so. Sind sie überall jetzt genau aufgetaucht? Hallo. Hier, du. Alter, übertreib's einfach nicht. Du. Schnell kämpfen? Nö. Okay, nur die zwei Weiber, glaube ich, wollen mit mir kämpfen. Ist auch gut so. Ich dachte jetzt, oh mein Gott, da werden unendlich viele Trainer auftauchen. Das wäre richtig krass. I am desperate. Desperate housewives, bitch. Ich weiß nicht, wo ich das kenne, ich hab's aber noch nie gesehen. Gott sei Dank nicht. Wer guckt sich sowas an? Ah, alter Schwede. Ich dachte schon, ich müsste hier mit unendlich vielen Trainern kämpfen, hätte ich sofort gesagt. Boah, nee, nicht mit mir. Nicht mit mir, meine lieben Freunde. Ditto. Water Pulse. Bam. Und dann nochmal Dick. Und tot. Wunderschön. So, ich glaube, das kann man so stehen lassen für den Part hier, meine lieben Freunde. Ja, das war so klar. That was tiring. I should just rest here for a while. It's been weeks since I left Viridian Forest. I wonder how far ahead is Blue. 1 week ago.
Haha, Ghost, I'll prove them wrong. Zack. Tss. Charmeleon, come out now. Come out, coward. Charmeleon. What is it? What was that? Ah! Oh. Okay. Oh, das war geschickt, Scoville. Oh, wir begeben uns jetzt zum Lavender Town. Also zur Stadt Dingens. Lavandia, das wird ja richtig fun. I've got a mysterious egg. Okay. Ich hab ein Ei bekommen. Na, mal gucken, was daraus schlüpfen wird, meine lieben Freunde. Ich bin richtig gespannt eigentlich. Gespannt. Ich kann nicht reden. Na, egal. Hallo. Lavender Town. It's not going there with... I'm not going there without a Silvescope. Der ist gar nicht mal so blöd. Egal. By the way. Das hier war's jetzt für den Part. Oh mein Gott, ich kann gar nicht mehr anständig reden, Leute. Ich bin so müde. Ich bin gerade so fucking müde. Ich kann nicht mal reden, also. Sorry für, meine Abwesenheit in diesem Part oder einfach für meine Unkonzentration, weil ich bin richtig am Arsch. Aber ich wollte dennoch was aufnehmen, weil ich irgendwie, ich dachte mir, ja, besser zu viel aufnehmen als zu wenig. Und, ja, ich hoffe dennoch, dass es euch irgendwie gefallen hat. Ich werde probieren, die Sachen so rauszucutten, damit es dann auch ein bisschen besser rüberkommt. Und die langweiligen Stellen werde ich dann einfach wegmachen. Auf jeden Fall ein paar davon, damit es nicht wirklich so scheiße wirkt. Weil, ja, keine Ahnung, mir kam es auf jeden Fall so vor, als wäre es richtig monoton gewesen und richtig langweilig so die ganze Zeit. Diese Stimmlage eben, diese chillige Stimmlage, und das passt ja nicht so sehr zu mir. Also schon ein bisschen zu einem Teil, zu einem gewissen Teil, aber nicht die ganze Zeit, weil... ich musste ja die ganze Zeit auch so ein bisschen rumschreien. Die ganze Zeit auch ein bisschen. Boah, war das wieder ein guter Satzbau, Alter. Läuft bei mir. Naja, Leute, das war's soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich mit einem Daumen nach oben unterstützen. Wir sehen uns hier im nächsten Part wieder. Ich sage tschüss, euer Bladeus.